Lass uns Pizza machen. Mit Paprika. Nein, mit Schinken. Nein, mit Salami. Challenge. Challenge. Herzlich willkommen bei YamTamTam. Heute gibt es eine Pizza-Challenge. Und die geht so. Edgar hat für uns Fragen und Aufgaben vorbereitet. Wir müssen abwechselnd eine Frage beantworten. Edgar entscheidet danach, ob es richtig ist. Wenn ja, dürfen wir uns eine Zutat aussuchen und für unsere jeweilige Pizza benutzen. Am Ende gucken wir, wer die bessere Pizza hat. Ich natürlich. Ich natürlich. Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt. Schnick, schnack, schnuck. Bam. Yay. Das heißt gar nichts. Die nehme ich. Du bekommst einen Becher Mousse-au-Chocolat und musst sie mit einem Strohhalm in 45 Sekunden leer saugen. Wow, voll schwer. Let's go. Okay. Enjoy. Ich bin bereit. 3, 2, 1, go. Sie wird es nicht machen. Noch 5 Sekunden. Sie schafft es nicht, sie schafft es nicht, sie schafft es nicht. Stopp. Leer. Ah, nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Oh, nö. Dann muss Edgar entscheiden, ob es jetzt leer ist oder nicht. Ne? Er ist auf meiner Seite, weil ich ihn so lieb habe. Okay. Was nimmst du? Ich nehme das Creme Fraiche. Na gut. Zieh. Okay, hier. Das wäre eigentlich was für mich gewesen. Stapel dann mit 2 Essstäbchen 6 Würfelzucker zu einem Turm in 15 Sekunden. Ich war in meinem früheren Leben ja Vietnamesin, deswegen ist es kein Problem. 3, 2, 1, go! Das war dumm. Ja, das war dumm. 2, 3, 4, das ist schon verkehrt. 5, stopp! Oh nö. Dann, Du bekommst 3 gefrorene Lebensmittel und musst mit verbundenen Augen erraten, worum es sich handelt. Oh, da verkacke ich immer. Da ich bei allen letzten Challenges auch immer verkackt, mit verbundenen Augen irgendwas zu erraten. Ich verschnür dich. Okay. Wir bräuchten mal so eine Brille, wo so riesige Pizzas drauf sind. Ja. Das. Ja, je nachdem, genau. Was passt. Je nachdem, was passt. Es geht los. Okay, ja. Winkbeutel. Oh nein. Schnittlauch. Falsch! Was? Was ist es? Zwiebel. Na gut, eine Chance gebe ich dir noch. Okay. 2 von 3. Mango. Ja. Ich würde sagen, weil ich so gnädig zu dir war, darf ich mir auch eine Zutat aussuchen. Okay, dann nehme ich den Lachs. Ich nehme selbstgemachte Tomatensauce. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie die geht, wir haben ein Pizza Bites Video gemacht. Hier oben müsst ihr jetzt hinklicken. Und da gibt es das Rezept für die Tomatensauce. Zieh! Gibt es einen Unterschied zwischen Heidelbeeren und Blaubeeren? Ich war mit meinem Opa immer ganz viel in den Blaubeeren. Früher werden das gesammelt und eigentlich gibt es keinen Unterschied, es ist einfach ein anderer Name. Stimmt! Ja! Na gut, was möchtest du? Ich nehme Mozzarella. Den würde ich jetzt schon mal abtropfen lassen, okay? Okay. Okay. Dann verwässert die Pizza nachher nicht so. Ah, bleibt crunchy. Crunchy, crunchy. Das. Was ist eine Frittaffel? Eine Frittaffel. Es ist frittierter Affe. Fast richtig. Es handelt sich dabei um eine Kreuzung aus einer Waffel und einer Frittata. Frittata ist ein Omelett, quasi italienisches. Edgar, what are you saying? Aber hey, du hast schon 2 gute Zutaten. Ja, damit kann man schon arbeiten auf jeden Fall. Na gut, dann wahr oder falsch? Oh. Zuckerwatte wurde von einem Zahnarzt erfunden. Wahr. Stimmt. Der Zahnarzt und Tüftler William Morrison aus den USA erfand diese nämlich im Jahr 1897 zusammen mit einem Konditor. Wie schlau von ihm, er hat da ganz viele Kunden. Mega schlau. Wisst ihr was, bei Pizza stehe ich nicht so auf Experimente, deswegen machen wir eine richtig traditionelle Salami-Pizza. Mm. Oh, ist eine Frage von uns beide. Ah. Wie viel Kilo Oliven braucht man für 1 Liter Öl? Wer näher dran liegt, darf aussuchen. Oh, bestimmt voll viel. 8? Ich schätze 10. Edgar? 5. Du bist näher dran. Yes! Super so wenig nur. Ich hätte gedacht viel, viel mehr. Such dir noch was Schönes aus. Okay, ja, dann nehme ich den Lauch. Gute Wahl. Kann man auch immer mit tanzen. Teigzeit! Wie der geht, könnt ihr auch im Pizza Bites Video sehen. Wir haben ihn schon vorbereitet. Und jetzt werden Pizzen gemacht. Ich hole ein Nudelholz. Okay, ich bestreue schon mal die Fläche. Mehr, mehr, mehr. So, ich mache ein bisschen Mehl an meine Finger und nehme mir eine Portion raus. Möchtest du? Ja. Oh, naja. Meins wird nicht rund, meins wird eher so
Deutschland. Das ist nicht so schlimm. Ich glaube, man kann unrunde Pizzen machen. Latsch. Ich würde sagen, du brauchst ja nicht so viel. Nimm doch am besten das hellgrüne hier. Dann hat man ein bisschen Farbe auf der auf dem Ja. Ort. So. Perfekt. Was ist dein Lieblings-Lieblings-Pizza-Belag? Salami. Wirklich? Ja. Und deiner? Parmaschinken. Oh, sieht aus wie so ein Katzenauge. Welches? Da, guck. Ich werde Edgar einfach bestechen, indem ich ihn auf meine Pizza lege. Da freut er sich aber, wenn du ihm Gliedmaßen ausreißt. Okay, reicht. Kannst du mir Salz geben? Yes! Dankeschön. Darf ich ein bisschen Paprika benutzen? Na gut. Das ist ein Experiment. Pizza ist auch immer experimentieren. Ich nehme jetzt was von der Tomatensauce. Kommt hier italienische drauf. Machst du so? Machst du rumgerührt? Machst du so? Wir hätten so ein Yin-Yang formen sollen. Oh ja. Und jetzt, ganz wichtig, ich weiß ja nicht, wie ihr es seht, aber auf meiner Pizza muss der Belag auf den Käse. Auf ja, den Käse. Finde ich auch. Ich zerreiße den Mozzarella einfach. Und jetzt kommt die Salami. Ich mache ein bisschen frischen Salz und Pfeffer drauf. Voila! Ich bestreiche meine jetzt. So, der Rest kommt frisch drauf, habe ich jetzt entschieden. So, liebe Zuschauer, welche Pizza sieht jetzt schon besser aus? Kommt noch, kommt noch! Wir legen unsere Pizza übrigens ganz unten auf den Boden. Man kann sie von unten so richtig italienisch rösten und der Backofen ist so heiß, wie er geht. Ab dafür! Wuhu! Yes! Pizza Time! Es duftet so sehr. Ja, wir holen es jetzt raus und wir haben super awesome neue Topflappen von euch bekommen. Vielen Dank, Lara und Isabel. Bitte schön. Yeah. Die werden jetzt eingeweiht. Okay. Okay. Mm. Du musst deine noch stylen, oder? Ja. Dann noch ein bisschen Lauch. Und dann nehme ich noch ein bisschen frischen Pfeffer. Und ich nehme Edgar. Ich kann es nicht abwarten. Schneiden. Okay. Ja. Probiert jeder vom anderen oder können wir beide meine Salami-Pizza essen? Boah, Frechheit. Nein, guck mal, wie gut die aussieht. Jeder von der anderen. Okay. Cheers. Cheese hätten wir sagen müssen. Cheese. Cheese. Super crunchy und super fresh durch den Lachs. Ja, und deine ist so sehr klassisch, aber auch ein bisschen süß, super lecker. Ich würde sagen, wir machen halbe-halbe. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat unsere Challenge genauso gut gefallen wie uns. Und ihr könnt euren Lieblings-Pizza-Belag unten in die Kommentare schreiben. Und dann backen. Viel Spaß dabei. Tschüss. Tschüss.